So, der dritte Drill zur Manipulation. Jetzt greift er mich mit einem geraden Fauststoß an, entweder Jab oder Cross. Ich gehe hier Outside Entry drauf, übernehme und dann manipuliere ich. Also ich gehe jetzt wieder nach innen. Erstes nach außen, jetzt nach innen. Und dadurch wieder ein bisschen das Gleichgewicht verlieren. Ich muss das sofort ausnutzen und mit der flachen Hand, mit einem Haken oder ich kann auch einen Zug machen und dann hier irgendetwas. Also, wichtig ist einmal hier diese Bewegung und gleichzeitig sofort der Angriff. So, 1, 2, 3. Hier gleich drauf, kann er natürlich sofort nachsetzen. Mit der rechten Hand. Und natürlich dasselbe auch hier mit der linken Hand. Gleich hier reingehen. Hier auch einen Zug machen, Uppercut, Ellbogen, ganz egal. Genauso auf der anderen Seite. Hier entweder mit der flachen Hand, hier Zug mit Ellbogen, Zug mit Uppercut. Kann hier auch einen Haken machen. Und gleich hier einen Haken und dann nachsetzen. Kann hier natürlich auch Hebel machen, etc. Wichtig hier diese Manipulation. Also 1, 2, und dann egal welcher Angriff. Andere Seite genauso. 1, 2 und dann der Angriff. So, jetzt achten wir noch einmal auf den Schritt, dass wir das alles koordinieren. Und jetzt habe ich es immer aus der Rechtsauslegerposition vorgezeigt. Man sollte es aber auf beiden Seiten trainieren, weil man ja nie weiß, welchen Fuß man genau jetzt vorne hat im Kampfgeschehen. Aber jetzt einmal trotzdem noch einmal Rechtsauslegerposition, das heißt, er kommt hier mit dem geraden Vorstoß und ich mache hier meinen Triangle Step und jetzt hier die Manipulation. Aus dieser Position. Ich stehe hier schön in der Flanke und habe jetzt alle Karten in der Hand. Dann hier links, da mache ich hier einen Step and Slide raus. Also ich bleibe jetzt nicht hier stehen und mache diese Dinge, weil dann wäre die andere Hand hier viel zu gefährlich. Ich muss hier ordentlich raussteigen. Bin jetzt hier in der Flanke und kann weitermachen und gefahrlos weitermachen. Ja, normalerweise wird er nicht nur mit der einen Hand schlagen, er wird Jab und Cross machen. Oder Jab und Haken etc. Er wird eine Kombination machen. Er wird das machen und sofort mit der anderen. Das heißt, ich bleibe hier nicht stehen, sondern gehe rüber und habe ihn hier schon aus dem Gleichgewicht gebracht, aus dem Konzept gebracht. Kann weitermachen. Also ganz wichtig. Einmal Triangle Step nach links, wenn er hier mit rechts kommt. Triangle Step nach links und hier sofort weitermachen. Und hier Step and Slide nach rechts. Und alles ganz schnell. Natürlich trainiere ich die Dinge dann auch auf der anderen Seite. Weil dann mache ich einmal hier rüber den Triangle Step. Und dann nach links den Step and Slide, dass wir das auch trainieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit rechts schlägt, mache ich jetzt hier den Step and Slide nach rechts. Auch wichtig, dass ich das hier auch trainiere. Und dasselbe hier mit links, mache ich dann hier den Triangle Step. Also ganz wichtig, ich finde, man sollte die Dinge immer auf beiden Seiten trainieren. Auch wenn man natürlich eine Lieblingsseite hat, bei mir, ich bin lieber hier in der Rechtsauslegerposition, trotzdem sollte man hin und wieder auch die andere Position mittrainieren.